Okay, es ist soweit. Wir sprechen über die Gesellschaftserkrankung schlechthin, der Diabetes. Es ist in allen Medien und auch Schwangere können betroffen sein vom Diabetes. Die Zuckerkrankheit. Jetzt müssen wir erstmal klären, was überhaupt ist denn die Zuckererkrankung, die Zuckerkrankheit? Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass man den Zucker, den man so zu sich nimmt, in seinen Blutkreislauf irgendwann hat. Da gehört er ja auch hin und da muss er irgendwann zu den Endorganen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber der überschüssige Zucker, der muss irgendwie woanders hin. Der muss abgebaut werden, eingelagert werden, was auch immer. Und das klappt eben bei den Diabetikern oder auch bei den Schwangeren, die einen Diabetes entwickelt haben, nicht so gut. Zuckermoleküle haben einfach die blöde Eigenschaft, feinste Gefäße in unserem Körper kaputt zu machen. Und bei uns ist es nun mal so, dass die feinsten Gefäße vor allen Dingen an den Endorganen sitzen. Das heißt, wir haben eine große Hauptschlagader, die das Blut vom Herzen wegtransportiert. Und dann werden die Gefäße immer feiner. Und da setzen die bösen Zuckermoleküle an und machen da großen Schaden. Was genau ist jetzt ein Gestationsdiabetes? Und die Medizin liebt einfach Definitionen, das Kind muss einen Namen haben. Und beim Gestationsdiabetes ist es diese Definition, das ist eine erstmalig in der Schwangerschaft aufgetretene Zuckertoleranzstörung. Und diese muss mit einem oralen Glukosetest verifiziert, also bestätigt werden. Das ist heutzutage dieser 75 Gramm orale OGTT-Glukosetoleranztest, den man machen muss. Und wenn dieser auffällig ist und es ist zum ersten Mal in der Schwangerschaft aufgetreten, hat man einen Gestationsdiabetes. Wann und bei wem wird eigentlich so ein Zuckertest gemacht? Die Antwort ist relativ leicht, nämlich bei allen Schwangeren wird ein Zuckertest gemacht. Zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche sollte der gemacht werden. Und das ist am Anfang dieser kleine Zuckertest, der 50 Gramm OGTT. Und erst wenn der auffällig ist, dann kommt der große Zuckertest hinten dran. Aber dieser 50 Gramm OGTT ist tatsächlich nur ein Suchtest, um zu gucken, gibt es da vielleicht eine Auffälligkeit, ja oder nein. Das schließt noch nicht aus, selbst wenn der negativ ist, dass du vielleicht nicht doch einen Schwangerschaftsdiabetes hast. In der Regel ist der aber auch schon auffällig und dann, wenn der auffällig ist, wird der große Zuckertest gemacht, der 75 Gramm OGTT. Der kleine Zuckertest ist also eher so ein Suchtest, um zu gucken, könnte da eine Auffälligkeit sein. Der wird aber von den Krankenkassen übernommen, der ist im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge integriert. Der große Zuckertest, den kann man erst machen und den sollte man erst machen, wenn irgendwie eine Auffälligkeit besteht, wenn es irgendwas in der Vorgeschichte gibt oder der kleine Zuckertest auffällig ist. Ansonsten wird er nämlich nicht von der Kasse übernommen. Wenn aber eine Auffälligkeit besteht, dann schon. Wie genau laufen diese Zuckertests jetzt ab? Bei dem kleinen Zuckertest ist es relativ schnell erklärt. Der kann unabhängig von der Tages- und Nachtzeit, egal ob du vorher was gegessen oder getrunken hast, erfolgen. Du kommst morgens einmal in die Praxis, du trinkst eine leckere 50 Gramm Glukoselösung und dann wird dir Blut abgenommen und man schaut, was der Blutzucker macht. Bei dem großen Zuckertest sieht das Ganze ein bisschen komplizierter aus. Da darfst du ab abends um 10 Uhr nichts Kalorienreiches mehr essen oder trinken. Du musst morgens nüchtern in die Frauenarztpraxis kommen. Jetzt nicht den Alkohol meine ich, sondern du darfst nichts gegessen und getrunken haben. Dann wird dir einmal Blut abgenommen. Es wird der Blutzuckerspiegel einmal bestimmt, ohne dass du was gegessen und getrunken hast. Und dann kriegst du so einen leckeren Becher mit einer 75 Gramm Glukoselösung in die Hand gedrückt, den du auf Ex trinken musst. Das ist jetzt Kaffee, deswegen ist das nicht so schlimm. Aber der ist natürlich nicht so ganz lecker. Nichtsdestotrotz, das dient einem guten Zweck. Und dann wird dir nach einer Stunde nochmal Blut abgenommen. Es wird geschaut, was macht denn der Blutzuckerspiegel jetzt nach einer Stunde. Und dann wird nochmal nach 2 Stunden Blut abgenommen. Und dann wird geschaut, was macht der Blutzuckerspiegel denn nach 2 Stunden. Und dann gibt es genaue Zahlen und Werte, die eben nicht überschritten werden dürfen. Die blende ich euch hier einmal an. Und wenn ihr quasi darunter liegt, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn ihr einen auffälligen Wert habt, dann gilt das Ganze schon als Gestationsdiabetes, also als Schwangerschaftsdiabetes. Jetzt wurde bei dir ein Schwangerschaftsdiabetes festgestellt. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Erster Punkt ist erstmal nicht direkt in Panik zu verfallen. Klar, man hat jetzt einen Schwangerschaftsdiabetes, das hat man sich vielleicht anders vorgestellt, aber das ist noch überhaupt kein Weltuntergang. Das Erste, was du bestimmt zu hören bekommst, ist, wie du deine eigenen Blutzuckermessungen zu Hause durchführen kannst. Das wird dir gezeigt, du kriegst ein Gerät mit. Es ist ganz wichtig, dass man da ein kleines Tagebuch führt, wo die Blutzucker gut aufgelistet sind, damit auch irgendwann deine Ärztin oder dein Arzt nachvollziehen kann, wie die Blutzuckerwerte denn zu Hause so waren. Dann wird dir erstmal ganz viel über Ernährung erklärt. Welche Lebensmittel haben viele Kohlenhydrate, welche musst du vermeiden, worauf musst du achten, etc. pp. Das ist also ein großes Gespräch, wo dir erklärt wird, wie du dich zukünftig ein bisschen besser ernähren kannst. Was auf jeden Fall auch hilft, ist Bewegung, Sport, den solltest du sowieso in der Schwangerschaft weiter treiben. Und das ist auch beim Schwangerschaftsdiabetes ganz wichtig, um den Zucker, der halt da in deiner Blutbahn zirkuliert, auch abzubauen. Und da ist natürlich Bewegung eine gute Option, um diesen Zucker, der da überschüssig ist, direkt abzubauen, ohne dass er irgendwo Schaden anrichtet. Wenn du trotz Ernährungsumstellung und Bewegung hohe Blutzuckerspiegel zu Hause hast, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, Insulin zu spritzen. Insulin ist ein körpereigenes Hormon, was eigentlich durch die Bauchspeicheldrüse produziert wird. Wenn das aber nicht ausreicht oder die Bauchspeicheldrüse durch eine Autoimmunerkrankung geschädigt ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, dieses Hormon zu spritzen. Stopp!
Jetzt sind wir schon bei der Behandlung von Gestationsdiabetes. Wollen wir nicht erstmal klären, warum ist das überhaupt notwendig? Warum muss man den behandeln? Warum screent man danach? Warum will man wissen, ob man einen Diabetes hat oder nicht? Erkläre ich euch jetzt. Es ist auch ein ganz simples Prinzip. Wenn ihr einen Diabetes habt, dann habt ihr ja zu hohe Zuckerwerte in eurem Blut. Euer Blut oder euer Kreislauf ist verbunden mit dem des Kindes. Das heißt, die ganze Zuckermoleküle, die wir da bei euch in der Blutbahn haben, gehen auf das Kind über. Wir haben eben schon gehört, die Bauchspeicheldrüse, die ist dafür da, Insulin zu produzieren. Und hohe Zuckerwerte im Blut sind auch das Signal an die Bauchspeicheldrüse, hey, wir haben hier zu viel Zucker, bau das mal ab und produziere mal ein bisschen Insulin. Das kindliche Pankreas macht also jetzt ganz viel Insulin und versucht ganz viel Zucker wieder in die Zellen reinzukriegen, in dem Kind. Insulin hat aber auch noch einen Nebeneffekt, es ist nämlich ein absolutes Wachstumshormon. Das heißt, wenn man sehr hohe Insulinwerte hat, dann ist man auch sehr kräftig, sehr stämmig und auch die Kinder werden sehr kräftig und sehr stämmig und werden vielleicht auch zu dick. Das ist das eine Problem. Die Kinder können zu groß werden, zu schwer werden und das kann natürlich Probleme bei der Geburt machen. Ein weiterer Nachteil ist natürlich, das Kind ist im Mutterleib daran gewöhnt, hohe Blutzuckerspiegel zu haben, also auch hohe Insulinspiegel zu haben. Wenn das Kind aber irgendwann geboren ist und die Nabelschnurzufuhr abgeklemmt ist quasi und weg ist, dann hat das Kind weiter die Blutzuckerwerte, die aber jetzt nicht weiter gespeist werden von der Mutter. Das heißt, der Blutzucker bleibt irgendwo stabil, aber es hat immer noch diese hohen Insulinspiegel und da rauscht natürlich der Blutzucker nach unten, weil das ganze Insulin, was da noch in dem Kind ist, baut natürlich den ganzen Zucker ab und auf einmal kriegen diese Kinder eine Unterzuckerung. Und da muss man nach der Geburt vor allen Dingen darauf achten, dass die Kinder nicht unterzuckern. Aha. Welche Frauen haben denn eigentlich ein erhöhtes Risiko für einen Gestationsdiabetes? Und das ist so naheliegend wie auch logisch. Natürlich Frauen, die schon mal einen Gestationsdiabetes in einer vorherigen Schwangerschaft hatten. Das Risiko, dass man in der nächsten Schwangerschaft wieder einen Gestationsdiabetes entwickelt, ist bei 40%, also absolut überhaupt nicht wegzudiskutieren. Ansonsten die Klassiker. Wenn man das in der Familie hat, gehäuftes Diabetes mellitus vorkommen, wenn man Übergewicht hat, wenn man ein bisschen älter ist, wenn man raucht, sich schlecht ernährt, dann ist das alles eine Risikokonstellation, die schon sehr an einen Gestationsdiabetes denken lässt. Ein Gestationsdiabetes wird übrigens auch so als Prädiabetes mellitus Typ 2 beschrieben, weil es eben dieselben Risikofaktoren sind, weil der sich ähnlich manifestiert und weil das ein ähnliches Therapieregime ist. Man muss mit der Ernährung klarkommen, man muss vielleicht Insulin spritzen. Natürlich hat man, wenn man jetzt nicht schwanger ist, mehr Möglichkeiten an Medikamenten und kann ein bisschen unbesorgter daran gehen, als wenn man jetzt natürlich noch ein Kind im Bauch hat. Da muss man natürlich auch mit anderen Medikamenten, die man vielleicht als Tablette nehmen kann, ein bisschen vorsichtiger sein. Wie sieht es jetzt bei mir mit dem Geburtsmodus aus, wenn ich einen Gestationsdiabetes habe? Und dafür wurden ja die Ultraschalluntersuchungen eigentlich erfunden, um zu gucken, wie groß wird das Kind ungefähr geschätzt. Und es geht uns vor allen Dingen um den Abdomen, Durchmesser, also gar nicht mal so sehr den Kopf vielleicht, sondern eher das Verhältnis zwischen Kopf und Bauch. Denn gerade beim Gestationsdiabetes, wenn die Kinder viel Zucker und viel Insulin abbekommen, wächst nicht der Arm und wächst nicht der Kopf, sondern es wächst vor allen Dingen überproportional der Bauch. Und da ist es ganz wichtig, dass man dieses Verhältnis zwischen Kopf und Bauch sich einmal genau anschaut und genau ausmisst. Und wenn das alles im Rahmen ist, dann kann man natürlich auch spontan entbinden. Das ist ja überhaupt kein Problem. Wenn aber die Klinik oder der Ärztin oder der Arzt sagt, boah, das Kind, das scheint mir viel zu groß zu sein, kann es auch sein, dass dir zu einem primären Kaiserschnitt geraten wird. Das ist aber tatsächlich davon abhängig, was euch die Ärzte da draußen und die Ärztinnen raten und wie groß euer Kind im Verhältnis auch geschallt wurde. Ein Wort noch zu Schwangeren mit einem Typ 1 oder Typ 2 Diabetes. Das habe ich ja anfangs angesprochen. Natürlich auch das gibt es, dass man schon einen Typ 1 Diabetes mellitus hat oder einen Typ 2 Diabetes mellitus und schwanger wird. Da ist aber das Therapieprinzip eigentlich identisch. Bei Typ 1 Diabetikern ist es so, dass da autoimmune Reaktionen stattfinden, die die Bauchspeicheldrüse so angreifen, dass man eh kein Insulin mehr produziert. Da muss man so oder so Insulin spritzen, da kommt man nicht drum herum. Beim Typ 2 Diabetes, da ist man sehr nah an dem Gestationsdiabetes. Das kann man mit Ernährungsumstellung vielleicht noch in den Griff bekommen. Bewegung etc. Aber wenn das gar nicht mehr hilft, dann kann man da natürlich auch zu Insulin zurückgreifen. Wie sieht jetzt eigentlich die Prognose aus, wenn ich jetzt entbunden habe? Habe ich dann auf jeden Fall einen manifesten Diabetes oder kann das sogar wieder weggehen? Zweiteres trifft zu, das kann wieder weggehen. Man muss natürlich so 6 bis 8 Wochen nach Geburt nochmal zum Diabetologen gehen, um einfach zu schauen, gibt es da noch irgendwie Schwierigkeiten mit der Blutzuckereinstellung oder ist das alles, hat sich das alles erledigt und in Luft aufgelöst? Und man hat natürlich jetzt das Risiko, dass man bei der nächsten Schwangerschaft wieder einen Gestationsdiabetes entwickelt. Das muss man einfach wissen. Und auch ein bisschen erhöhtes Risiko, einen manifesten Diabetes mellitus später im späteren Alter auch mal zu entwickeln. All das muss man wissen, trotzdem ist die Prognose natürlich sehr, sehr gut. Es kann also auch gut sein, dass das Ganze einfach folgenlos abheilt und du überhaupt keine Probleme mehr hast im späteren Leben. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen und du hast jetzt so ein bisschen Informationen sammeln können, was überhaupt mit diesem Blutzucker und mit diesem Diabetes in der Schwangerschaft auf sich hat.
Es ist ein großes Thema, es ist auch ein Thema, was immer mehr kommen wird, weil es eben so Gesellschaftserkrankungen sind, die sich vermehren und deswegen auch natürlich in der Schwangerschaft vermehren. Ein Thema, was auf jeden Fall sehr wichtig ist und du bist jetzt gut aufgeklärt und kannst in Ruhe und entspannt mit guter Ernährung, viel Bewegung in die Schwangerschaft starten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und guten Hunger. Ciao.